B redet. Das Infotainment-Magazin mit Christian Becker. Hallo zusammen. Always on the One war der diesjährige Beitrag beim ESC 2024 in Malmö für Deutschland. Gesungen hat ihn auf der Bühne Isaac, aber nicht alleine. Unter anderem stand Nick Isaac zur Seite als einer seiner Backgroundsänger. Nick war von Beginn des Projektes bis zum Ende mit dabei und nimmt uns heute mal mit Backstage einer der größten TV-Produktionen der Welt. Wie laufen die Vorbereitungen auf ein solches Event ab? Wie oft wird geprobt? Was läuft schief? Und vor allem, was uns brennend interessiert, was passiert eigentlich hinter den Kulissen, was wir Zuschauer gar nicht mitbekommen. Und da ist dieses Jahr einiges passiert, da der ESC wohl schon lange nicht mehr so politisch war wie in diesem Jahr. Wird Zeit, dass wir drüber quatschen, über den ESC und natürlich über die Musik. Fakten auf den Punkt gebracht. Mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich. Das gibt es in dieser Folge. Im März 2024 klingelt eines Tages Nicks Handy. Isaac ist dran. Nichts Ungewöhnliches eigentlich, die beiden kennen sich schon länger und sind gut miteinander befreundet. Aber dieser Anruf sorgt dafür, dass Nick nur ein paar Wochen später auf einer der größten TV-Bühnen der Welt zu Hause ist und Deutschland repräsentiert, beim ESC 2024. Nick war zum Zeitpunkt des Anrufes von Isaac gerade selbst als Künstler auf einem Wohnzimmerkonzert am Spielen, denn damit verdient er sein Geld. Er unterbricht kurz sein Konzert und fragt die Gäste, ob er rangehen könne. Isaac sei dran. Isaac fragt Nick live vor Publikum, ob er Lust hätte, als Background-Sänger mit zum ESC zu kommen. Nick hat Bock, muss aber erst im Vorfeld ein paar Sachen klären, denn so einfach schnell zusagen kann er ad hoc nicht. Schlussendlich hat er aber Isaac zugesagt, aber es niemandem verraten. Nick wollte sicher sein, dass es auch wirklich klappt. Die Reise beginnt. In den nächsten Wochen. Und zwar mit den Proben zur Show und das schon in Deutschland. Bei uns war das so, wir waren insgesamt 4 Background-SängerInnen im Team, einmal Afra aus Hamburg, einmal Fabian Haupt, also Afra Bobo aus Hamburg, einmal Fabian Haupt aus Düsseldorf, auch ein Singer-Songwriter-Kollege von uns, also von Isaac und mir, und Greg Taro, der auch Singer-Songwriter ist, Songwriter auch und den Song mitgeschrieben hat. Und erstmal musste natürlich so quasi das Team gebildet werden, überhaupt die 4 Leute ausgesucht werden. Das war gar nicht so einfach, weil Universal erstmal natürlich Isaac ein paar Vorschläge geschickt hat und das waren auch coole Leute, gute Leute, talentierte Leute. Aber Isaac war es auch wichtig, dass er ja irgendwie so ja Family mitnimmt. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen und Leute, mit denen er sich wohlfühlt. Unabhängig davon natürlich, dass natürlich ist Isaac jemand, der total schnell mit Leuten connectet. Und wahrscheinlich mit jedem Team gut zurechtgekommen wäre. Aber so war das so, dass irgendwie Fabian hat auf der Hochzeit von Isaac und Lorin gespielt. Den habe ich auch vor ein paar Jahren kennengelernt. Ich, wie gesagt, bin befreundet mit ihm. Greg hat mit ihm einen Song geschrieben. Afra war die Einzige, die quasi noch keinen Berührungspunkt hatte. Aber die war eine absolute Frohnatur, hat das Level hochgehalten, weil sie professionelle Background-Sängerin ist und ich habe es das allererste Mal gemacht und dann gab es irgendwann den Startschuss. Es wurde gesagt, okay, es gibt eine erste kleine Probe, wo wir uns das Ganze anschauen können, was denn stattfinden wird. Und dann haben wir uns beim NDR getroffen und zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass weder Greg noch noch Fabian konnten, also allein Berlin, Düsseldorf, Hamburg und so. Das versteht sich. Und dann haben wir das mit, also Afra und ich haben das quasi zusammen gemacht. Isaac war auch vor Ort. Und dann konnten wir uns erstmal anschauen, was hat das Produktionsteam, was hat der, ja quasi der Art Director vor als Idee für die Umsetzung des Songs. Wie sieht das Staging in etwa aus? Das sind die ersten Ideen. Das Ganze fand noch im April statt. Und dann war das ganz, ganz ja, spannend. Dann habe ich natürlich die ersten Leute kennengelernt, auch von der deutschen Delegation, vom NDR. Und dann saßen wir da von Laptop und dann gab es also Mitarbeiter in Malmö. Die Stage war gerade ja, fertig aufgebaut und die haben von jedem Artist, von jedem Act, haben sie die Performance schon performt. Und das wurde aufgenommen. Sprich, es stand da jemand da, der Isaac gemimt hat und er konnte auch seinen Text.
Das war total putzig. Das Einzige, was er nicht konnte, Emotionen rüberbringen, weil er musste wahrscheinlich total viele Texte lernen, man muss ja dazu sagen, dass die Halbfinals natürlich noch mehr Länder drin haben, wo dann Länder auch rausfliegen. Trotzdem musste das ja quasi gestaged werden. Und für den ersten Eindruck, was Licht angeht, was Kameraführung angeht, wurde halt eben ein Clip erstellt. Wir vier wurden auch dann quasi gemimt von anderen, wahrscheinlich waren das, schätze ich mal, Musikstudenten und Studentinnen. Und genau, da wurde das quasi so die ersten Kamerafahrten so ein bisschen simuliert, wie das dann aussehen könnte, dort vor Ort. Und wir waren dann so, okay, krass, allein dieser kleine Baustein, dass im Vorhinein eben sowas uns zur Verfügung gestellt wurde und für uns gemacht wurde, was natürlich auch total viel Zeit in Anspruch nimmt und viele Leute, die dann vor Ort arbeiten, war so der erste Punkt, wo ich sagte so, okay, ich glaube, das wird sehr groß. Also ich meine, ich wusste es, aber wir sprechen halt von der größten Musik-Live-Show der Welt, glaube ich. Genau, das war der erste Punkt noch vor Malmö. Und dann kannst du ja davon ausgehen, ja, wir sind irgendwie haben wir uns dann innerhalb von WhatsApp verlinkt, haben versucht, Sachen auszutauschen, haben geguckt schon, okay, was ist möglich an Background-Stimmen, was könnte reinkommen, was könnte nicht reinkommen, haben uns die unterschiedlichen Versionen von dem Song von Isaac angehört, egal ob es die Loopstation-Version war, die ich zum Glück auch schon hatte, weil Isaac hatte zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon unglaublich viel zu tun und war quasi fast nicht mehr ansprechbar. Dann war das halt so, dass ich ein paar Sachen reingeschickt hatte, dann der Produzent, mit dem Greg dann Kontakt hatte, hat ein paar Sachen reingeschickt und dann haben wir versucht erstmal Sachen aufzuteilen, okay, was könnte man machen, aber es war so wirklich grob. So, und dann, die eigentliche Arbeit begann dann wirklich dann in Malmö, wo wir dann, wir hatten so eine Klassenfahrt gemeinsam in einem Bus mit einer Delegation, eben deutschen Delegation, sind wir dann von Hamburg aus losgefahren bis nach Malmö. Und dann kamen wir an und dann hat uns Isaac schon begrüßt, weil er vorgefahren war mit seiner Frau. Und genau, dann war das so, dass wir gleich beim ersten Tag so eine kleine Hotelprobe eingelegt haben und dann so die ersten grundsätzlichen Sachen gesprochen haben. Okay, Isaac, was wünschst du dir? Was können wir machen? Was sind die Regeln beim ESC und so weiter und so fort? Das sind halt auch also so viele Sachen, wo man dann so überlegt, ah ja, stimmt. Ja, jetzt wo du sagst, stimmt, jetzt wo du sagst. Mhm. So zum Beispiel, der Song darf nur 3 Minuten Länge haben. So, das weiß man dann irgendwann, aber so ich als ESC-Neuling im Sinne von quasi, also ich gucke immer nur auf die Komposition, ich wusste, dass es gekürzt wurde, aber ich wusste nicht genau, dass es 3 Minuten sind. Oder des Weiteren, dass zum Beispiel Stimmen vom Originalinterpreten dürfen nicht in der Aufnahme drin sein, weil das Ding ist ja, das Einzige, was live ist innerhalb des ESCs, sind die Stimmen, die auf der Stage sind. Keine Instrumente sind live, kein Drums, nothing. Und wenn zum Beispiel innerhalb des Songs Stimmen als Background benutzt werden, weil es gibt natürlich auch viele Länder, die sagen sich, ja, wir sparen irgendwie ein Budget ein, und also vor allem im Halbfinale, und bei uns gibt es überhaupt gar keinen Background-Sänger. Oder die sind zum Beispiel wie bei der Ukraine, gab es auch, ich glaube, 4 Background-Sängerinnen, die standen aber unten auf der Bühne, sprich, da spart man sich zumindest das Make-up und Hair und das Kostüm. So, sind auch kleine Einsparungen, so, aber wenn das quasi gefragt wird und die Kosten bezahlt werden können, ja, ist doch cool. Und dann ist es aber so, natürlich kannst du sagen, okay, ich will halt ein Backing-Track haben, wo halt quasi meine Stimme nicht drauf darf, also die von Isaac. Dafür dürfen aber andere Stimmen aufgenommen sein, die halt eben Backing-Vocals machen. Und das fand bei uns auch zum Beispiel statt in Bezug auf den ersten Pre-Chorus. Da war nämlich schon, also da haben wir noch nicht gesungen, da war aber auf dem Backing Track ein paar Sachen drauf. Die war jetzt nicht so stark drauf, aber man konnte so schon ein bisschen raushören. Genau, und dann haben wir die ersten Proben gehabt, relativ schnell auch, in der Arena. Ich weiß nicht genau, wie oft wir diesen Song gesungen haben in der Arena, so wie quasi das sein musste, aber ich schätze 20 Mal, roundabout. Und allein vor fast immer ausverkaufter Halle, ich glaube 8 Mal.
Ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis für Nick, das ihn auch nach wie vor immer noch fesselt. Eigentlich spielt Nick eher auf kleineren Konzerten vor 300, 400 Leuten oder Wohnzimmerkonzerten im noch kleineren Rahmen. Das etwas größere Konzert, ein Auftritt bei der Kieler Woche mit rund 2000 Menschen bisher. Jetzt aber vor einem Millionenpublikum zu stehen, die am TV zuschauen und zigtausend, die in der Halle live vor Ort sind, das macht was mit einem Künstler. So, eine Kiste rein in die Malmö Arena, guckst dich um, denkst du so, jo, ist schon ein bisschen größer, so, ne? Ja, könnte ich mir vorstellen, auch hier zu spielen. Und das Gute ist aber, es war so ein Step-by-Step-Ding, weil es wurde nicht sofort, also hätte mich jemand oder uns jemand sofort auf die Stage geschickt, beim Finaltag, bei der Aufzeichnung, bei dem Live-Ereignis. Ich wäre nicht überfordert gewesen, aber ich hätte auf jeden Fall eine deutliche Aufregung verspürt. Sehr, sehr safe. Aber dadurch, dass wir natürlich, also ich glaube, wir sind, vor allem Isaac und ich, wir haben auch viele Scheiß-Jobs gemacht. Wir haben auch viele, wirklich nicht keine guten Bühnen irgendwie bespielen müssen in der Vergangenheit. Und manchmal auch ist das Publikum so lala, manchmal wurdest du falsch gebucht, ist alles schon passiert, ja. Und dementsprechend war das die Vorfreude einfach drüber, ey, wir gehen jetzt in ein Areal, wo professionell, ja, also alle, absolut alle wissen, was wann gemacht wird. Du hast für absolut jeden Ablauf eine Person, die dafür zuständig ist. Es gab eine Dame, die brauchte nur das Wasser. Die hatte keine andere Aufgabe, als unter das Wasser zu bringen. Kurz Schluck trinken, wieder weg. Fertig. Die Tasten waren nummeriert. So, also jeder wusste, welche Nummer. Und so zog sie das komplett durch das komplette, ja, die kompletten 12 Tage. Sprich, natürlich gab es auch mal Chaos oder die Schedules wurden irgendwie geändert. Keine Frage. Aber insgesamt war das so, dass, falls viele angesprochen worden sind, wurden die schnell irgendwie ausgemerzt, ja. Wenn es irgendwelche Veränderungen geben sollte, wurden diese zwar nicht sofort, aber so peu à peu immer vorangetrieben. Und das hast du halt total gemerkt. Und dadurch war es bei mir zumindest so, also ich kann jetzt nicht für Fabian, Greg oder für Afra sprechen, dass die Aufregung relativ schnell gewichen ist und es war eher immer so eine freudige Erwartung. Ah, endlich geht's wieder auf die Stage. Okay, wieder 800 Meter laufen bis zur Stage. Also der Weg quasi von der Garderobe, wo alle Nationen drin waren, das ist eine riesige Halle, wo dann auch Make-up und Hair gemacht wurde, bis auf die Bühne, ich weiß nicht, wie lang das war, aber gefühlt war das wirklich ein Kilometer. Und es gab eine Person, die da uns immer begleitet hat. Also sprich, hier, wir holen euch jetzt ab. Dann ist quasi so ein bisschen wie so ein Shuttle-Service, halt ohne Bus, so ein bisschen. Und das war schon ein bisschen, also klar, das erste Mal war es unglaublich cool, beim zweiten Mal war es geil. Und dann irgendwann das erste Mal für Publikum waren wir so, oh geil, also die Stimmung und so. Man kam immer mal über jeden Mal mehr rein und irgendwann am Ende, es war wirklich so bei der Live-Show, spätestens, also ich habe das davor schon gemacht, gibt es einen kurzen Moment, wo wir dann quasi hinten von der Bühne herantreten. Davor gibt es noch mindestens 4 Stationen. Also es gibt eine Station, da wartest du nur, da gibt es die nächste Station, da bekommst du wieder deine In-Ears gibt es vorher. Dann gibt es eine Station, wo du verkabelt wirst und dein Handmikrofon bekommst. Und dann gibt es eine Station, wo du noch schon auf den Bildschirm gucken kannst, was gerade auf der Bühne passiert. Du bist schon quasi in der Arena. Bei der Station kann man auch noch kurz was trinken und Sachen abgeben, die letzten Sachen, die du vielleicht bei dir hast, wie Handy oder so weiter und so fort. Dann gibt es eine Station, wo gecheckt wird, wie laut der Pegel ist auf deinen Ohren. Also sprich, kannst du dich hören, alles okay. Und dann bist schon bei der Bühne und dann fragt dich jemand ab, nee, kannst du alles hören? Check, ja, passt. Dann hatten wir immer zum Beispiel so kleine Rituale auch irgendwann kreiert, natürlich sowas wie, was hatten wir? Wir hatten irgendwas mit Shit.
irgendwas mit Shit haben wir immer gesungen, in vierstimmig. Wir haben es zumindest versucht, irgendwas so. Ich erinnere mich gerade nicht auch an das Wort, aber es war irgendwie so Bullshit, Bullshit, Bullshit. Und dann konnte man das aber nur hören, also wir in der Frequenz. Und natürlich die Mitarbeiter, die dann dachten sie, ja mein Gott, lass sie doch machen. Und dann habe ich dann immer irgendwie, bevor wir auf die Stage gegangen sind, so ein paar Schritte davor, habe ich mal gesagt, ja Leute, ich liebe euch. Und dann sind wir auf die Stage gegangen. Und dann war das wirklich so, dass ich bei den letzten Malen, wo dann die Arena auch voll war, habe ich dann immer auch die Leute so richtig eingepeitscht auf meiner Seite, weil ich bin dann immer rechts rausgegangen mit Greg zusammen, dann quasi auf die Bühne rauf und dann wieder runter. Und währenddessen mussten wir halt unten warten. Und dann habe ich so die Leute schon so, weil die haben ja Bock. Die haben ja Bock, die wollen ja. Und dann, wenn die merken schon, dass wir schon als Background-Sänger Bock haben, ja, dann wird Isaac erst recht Bock haben. So. Und dann war das wirklich so, dass ich und Greg so ein bisschen die Leute nochmal angefeuert haben, bevor es überhaupt losging, bevor man irgendwas im Fernsehen sehen konnte. Und das hat total viel Spaß gemacht, weil man damit auch so ein bisschen so ein Message gegeben haben, den Leuten, ey, habt Spaß. Wir sind genauso glücklich darüber, hier zu sein wie ihr, und ihr erlebt das mit uns. Und ich habe auch mit ganz vielen Leuten abgeklatscht, immer schon bevor ich in einen Ton gesungen hatte, jedes Mal in der Arena, weil die Leute sich auch gefreut haben. Ja, geil, also na, diese Kommunikation, diese Interaktion mit dem Publikum ist mir total wichtig, und das habe ich da absolut genossen und immer mitgemacht. Die Show ist von vorne bis hinten durchgetaktet und organisiert. Da wird einfach nichts dem Zufall überlassen, und man könnte davon ausgehen, dass es Pannen so gut wie keine gibt. Oder vielleicht doch? Bei Nick und seiner Crew schon, wenn aber nur kleine. Denn das auf die Bühne raufgehen hat am Anfang noch nicht so ganz geklappt und war unkoordiniert, hat sich aber schnell eingespielt. Im TV konnte man das aber gar nicht sehen. Lediglich in der Arena hätte man erkennen können, dass das zu Beginn nicht ganz so synchron ablief. Die geplante Show ist das eine, da weiß man, was auf einen zukommt. Anders schaut das aber bei dem Publikum aus. Das Einzige, womit man halt überhaupt nicht planen kann, ist natürlich so, wie das Publikum reagiert. Und da gab es natürlich unglaublich viele total tolle Momente, die ich total abgefeiert habe, und zum Beispiel auch die Sache, dass man irgendwie im Green Room, als dann der Green Room endlich da war, dass wir mit den Nationen immer fast jeden Song abgefeiert haben, und je mehr dann Leute dann halt quasi in den Green Room kamen, desto mehr fand irgendwie Party statt. Ich habe es total abgefeiert. Also Armenien war für uns so absolut so energiemäßig mit das Geilste, was so auf die Bühne gekommen ist, und die Sängerin auch hatte eine absolut krasse Ausstrahlung, und auch die Band generell. Auf der anderen Seite gab es leider einen einzigen Fall, wo ich sage, okay, da hatte ich absolute Gänsehaut, und das auf negativer Art und Weise. Und das war, als die Sängerin von Israel gesungen hatte, die Eden, und bei der Live-Verstrahlung war es so, Halbfinale erinnere ich mich nicht, deswegen, weil die glaube ich nicht in unserem Halbfinale waren, da bin ich mir gerade unsicher, da war es so, dass also mindestens die Hälfte des Publikums hat sich während des Auftritts umgedreht. Sowas wurde natürlich nicht im TV gezeigt, und die haben unglaublich stark geboot während des Auftritts, obwohl Eden den Auftritt unglaublich toll gemacht hat und unglaublich toll gesungen hat. Und wie soll ich das sagen? Ich kann mir so eine Aussage leisten, und ich sage, ja, ich bin zum Beispiel gegen die Regierung, das ist ein Ja, und auch dagegen, was sie tun. Aber ich bin auch gleichzeitig dagegen, dass man das komplette Leid, was diese Regierung zustande bringt, auf eine Sängerin, die erst 20, 21 ist, projiziert. Und weil ich habe sie weinen gesehen im Backstage, da wo vielleicht die Kameras gerade nicht drauf gehalten haben. Israel war direkt unter uns, sprich wir konnten alles sehen, was sie machen, ob die gerade am Handy sind und so weiter und so fort. Und mir fiel es in dem Moment einfach schwer zu sagen, das ist genau richtig, wie sich die Leute hier verhalten, sondern für mich stand fest, es ist nicht richtig. Auf der anderen Seite wiederum, wie gesagt, das ist die einzige negative Komponente, die ich beim ESC überhaupt gefunden hatte. Das macht für mich vielleicht 1% des Ganzen aus.
Das wurde natürlich in den Medien total hochgepusht. Das zweite ist, ist es leider so, dass die israelische Delegation sich natürlich auch dann wiederum genauso verhalten hat, dass sie ein Feindbild abgeben konnte. Beispielsweise, wenn Länder, die total gut performt haben, die aber die Teilnehmer kritisiert haben, wie zum Beispiel Irland oder Niederlande oder auch Schweiz mit Nemo, dann haben sie konsequent auf ihre Handys geschaut. Die haben sich die Performance nicht angesehen und haben auch nicht applaudiert. So, und für mich ist aber so, und ich glaube, für Isaac kann ich da auch sprechen, wir sehen die Menschen eben als Musikschaffende. Und für mich ist, also natürlich klar, Politik ist leider inzwischen ein ganz großes Thema beim ESC, aber ich würde mir selber persönlich wünschen, dass weniger Politik gemacht wird und dafür mehr Musik. Und als zum Beispiel Eden dann zu ihrem Platz kam und auch nicht alle applaudiert haben innerhalb des Green Rooms, habe ich auf jeden Fall applaudiert und wir von Deutschland natürlich applaudiert, weil ich eben den Auftritt super fand. Und wenn der Auftritt scheiße gewesen wäre, hätte ich trotzdem gesagt, okay, es kann Gründe haben, deswegen klar, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn plötzlich die halbe Halle mich ausgebuht hätte. Es wurde nur doppelt so laut gebuht, als dann der Präsident, glaube ich, von der EBU gesprochen hat. Das war so laut, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Noch nicht mal im BVB-Stadion. Noch nie habe ich so laut gehört, wie jemand gebuht hat. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieses letzte Buhen, von dem Nick erzählt, nichts mit dem Auftritt der israelischen Künstlerin zu tun hatte, sondern mit der Entscheidung um den Ausschluss der Niederlande vom Wettbewerb zusammenhing. Irgendwann ist das ganze Spektakel dann auch vorbei. Deutschland ist am Ende mit einem guten 12. Platz aus dem Wettbewerb rausgegangen. Für die gesamte Crew hat sich aber genau diese Platzierung angefühlt wie ein Sieg. Sie sind stolz auf das, was sie geleistet haben und gefühlt haben sie es den Hatern gezeigt, die es im Vorfeld natürlich auch gab. Leider. Und ich finde auch, dass man sagen kann, dass alles gepasst hat. Wenn man jetzt denkt, dass alle direkt weiter zur Aftershow-Party gehen, Fehlanzeige. Wir mussten schnell unsere Garderobe räumen, weil wir relativ schnell zum Hotel wollten. Und das gestaltete sich da dann doch ein bisschen länger als gedacht, weil alle Nationen wollten weg von der Garderobe, vom Backstage. Und das hat einfach unglaublich lange gedauert. Also wir standen da wirklich da so mit gepackten Sachen, alle in Reihe und Glied. Das war sowieso sicherheitsmäßig ein krasses Ding, weil wir wurden ja immer vom Hotel bis zur Arena wurden wir immer mit Polizeieskorte begleitet. Immer. Also rote Ampeln, die da fahren, sonst was. Manchmal mit einem Bus, manchmal mit zwei Bussen. Und sogar zum Beispiel die Sängerin von Eden, ich glaube, die hat einen Tross von 40 Autos oder so. Also wirklich unglaublich. Genau, und dann war das so, dass wir relativ spät dann da wegkamen. Und als wir im Hotel angekommen waren, und da war halt die Party, in Schweden ist es so, dass Partys maximal nur bis 3 Uhr nachts gemacht werden dürfen. Danach braucht man, glaube ich, schon eine Ausnahmegenehmigung, die aber wirklich schwer zu bekommen ist. Und da wurde es, glaube ich, verlängert, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, bis 4 oder 5 maximal, aber ansonsten 3 ist Schnitt. Und bei Isaac war es so, ich habe gemerkt natürlich, dass ihm so die Last von den Schultern abgefallen ist, weil es war irgendwie drei Monate hatte der Frau auf ihn gearbeitet und es war jetzt vorbei. Und er meinte so, liebe Leute, ich geh jetzt schlafen, weil, und da waren alle so, Isaac, mach es. Und Isaac war der Erste, der im Bett war dann und ist schlafen gegangen, direkt als wir im Hotel angekommen sind. Also er hat nicht mitgefeiert. Wir haben uns aber das nicht nehmen lassen und ich habe noch ein bisschen gefeiert. War noch mit meinen Background-Leuten dann ein bisschen spazieren in meiner wunderschönen Stadt. Und dann war es so, dass ich eine Stunde geschlafen habe und dann ging es schon in den Zug. Weil am nächsten Tag habe ich Support gespielt in Hannover und musste gleich schnell den Zug nehmen. Also eine Stunde Schlaf und go for it. Ein spannender Einblick hinter die Kulissen einer der größten TV-Produktionen der Welt. Den hast du heute durch Nick bekommen. Er war einer der 4 Background-Sänger von Isaac. Mehr Infos zu Nick bekommst du in den Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich dir das Social-Media-Profil verlinkt. Das ganze Interview kannst du dir auch auf YouTube anschauen, wenn du magst. Den Link findest du in den Shownotes auch noch mit dazu. Wenn du etwas zur Folge sagen möchtest, schreib mir einfach auf Social Media oder eine E-Mail an b-redet@gmx.de.